Eine Frage an die Mehrheit. Mit der Bitte um Aufrichtigkeit. Wenn ihr mal ganz, ganz ehrlich seid. Ich meine, die Corona-Debatte war jetzt nicht immer frei von Missgunst. Und wir hatten manchmal den Eindruck, ihr verachtet die Kunst. Klar, schon klar. Sowas sagt man nicht öffentlich. Doch im Grunde eures Herzens, eigentlich? In euren Augen ist doch eigentlich der ganze Bereich Kultur nur eine nette Garnitur, oder? Eigentlich ein Hobby mit einer wichtigtuerischen Lobby, die viel zu viel Gedöns macht in diesem Land. Kunst ist Lebensmittel, haha. Ist es etwa systemrelevant, wenn einer mit dem Pinsel auf der Leinwand rumschlunzt und alle stehen davor und sagen, oh, das ist Kunst. Larifari, ohne Sinn und erkennbaren Zweck. Kunst, ja, das ist Kunst und kann weg. So denkt er doch, oder? So denkt er doch. So denkt er doch, oder? So denkt er doch. So denkt er doch, oder? So denkt er doch. Im Grunde eures Herzens denkt er das doch. Er denkt Tanz. Bitte, wer bitte schön braucht Tanz? Was soll der Quatsch mit Systemrelevanz? Tanztheater, ein schlechter Gag. Ohne Sinn und erkennbaren Zweck. Tanz kann ganz weg. Und dann überlegt ihr, wann ihr das letzte Mal im Theater wart. Eigentlich gehört das weggespart. Artistik, Kleinkunst und Kabarett sowieso. Echt, das ist unterstes Niveau. Und dann Live-Musik, Leute. Das macht man heute mit Playback. Und das ist viel, viel billiger. Live-Musik kann weg. Weg. Und wenn jeder seine Mucke bei YouTube reinstellt, wieso braucht man dann Eintrittsgeld? Freizeit im Lockdown light. Hey, es ist doch alles da. Wir können shoppen, wir haben Netflix und die Bundesliga. Oder? So denkt er doch, oder? So denkt er doch. So denkt er doch, oder? So denkt er doch. So denkt er doch, oder? So denkt er doch. Im Grunde eures Herzens denkt er das doch. Ihr denkt, ihr seid der Garant für den Wohlstand in diesem Land. In der Kultur wird lediglich Geld verbrannt. Von diesen Künstlernaturen, die sich vor Verantwortung drücken und meinen, sie würden die Menschheit beglücken. Die Paradiesvögeln, die jetzt dastehen und flennen, die hätten ja auch was Anständiges lernen können. Dann hätten sie jetzt einen Beruf und wären fest angestellt und bekämen wir alle ganz normal Kurzarbeitergeld. Wieso Solo-Selbstständigen einfach Geld aushändigen? Sollen die Damen und Herren ruhig mal Hartz IV beantragen, sich mal mit dem richtigen Leben rumschlagen und nicht erwarten, dass die Allgemeinheit ihr Hobby finanziert und mit Extrawürsten ihr Nichtstun alimentiert. So denkt ihr doch, oder? So denkt ihr doch. So denkt ihr doch, oder? So denkt ihr doch. So denkt ihr doch, oder? So denkt ihr doch. Im Grunde eures Herzens denkt ihr das doch. Man könnte meinen, das sei ein Ding der unter- und unteren Mittelschicht. Hey, ist es nicht. Seit genau 150 Jahren haben die Pragmatiker hier die Oberhand. Der Titel Land der Dichter und Denker gehört uns schon lange aberkannt. Die Fabeln von La Fontaine, ach, die sind anders unterwegs. Erzählt man von Ameisen und Grillen, dann denken die an Nackensteaks. Der Nachbar, der den ganzen Tag in seinem Garten rumrührt, sobald er Musik hört, fühlt er sich gestört. Die Politik und ihre Lippenbekenntnisse, ein Albtraum. Ich spreche von der Mehrheit der Politiker, ich spreche nicht von Gerhard Baum. Die Einparkhilfe, die Sitzheizung im SUV, das ist systemrelevant. Das erwartet die Welt von Made in Germany. Der Kultur sagt man, stellt euch mal ganz, ganz, ganz hinten an. Wenn überhaupt, dann kommt ihr als Letzte dran. Das viel zitierte Corona-Brennglas hat es an den Tag gebracht. Wir Musiker haben uns das eigentlich schon immer gedacht. Wenn man nach dem Konzert gefragt wird, was man eigentlich beruflich macht.